Glücksspielen macht süchtig. Der neue Glücksspielstaatsvertrag soll vor Spielsucht schützen. Weil er jetzt für ganz Deutschland gilt, können unter anderem illegale Anbieter von Online-Casinos besser kontrolliert werden, so die Hoffnung. Daniel Buchholz beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema. Er ist für den neuen Vertrag, sieht aber noch viele Probleme. Das Schlechte daran ist wirklich, dass es auf kleinstem Niveau ist, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Es wird Verbesserungen geben, es wird mehr Kontrollen geben können bundesweit, wobei die große Kontrollbehörde erst eingerichtet werden muss innerhalb von 2 Jahren. Das ist ein Nachteil. Aber es wird, glaube ich, in Summe Verbesserungen geben, es wird mehr Spielerschutz geben. Der sieht wie folgt aus. Spieler müssen sich mit Alter und Namen anmelden und ihre Daten prüfen lassen. Der Einsatz darf 1.000 € im Monat nicht überschreiten. Anbieter müssen eine Software einrichten, um Spielsucht zu kontrollieren. Außerdem können sich Spielsüchtige in Zukunft selbst sperren lassen. Legale Anbieter werden die Anforderungen wohl erfüllen, illegale sicher nicht. Der einheitliche Gesetzesrahmen ist positiv, aber das muss alles gelebt werden. Es muss wirklich hart kontrolliert worden werden und es müssen die illegalen Anbieter endlich vom Markt. Im Kreuzberger Café beispiellos berät Gordon Emons Spielsüchtige. Ihm gehen die neuen Regelungen nicht weit genug. Der monatliche Spieleinsatz müsste reduziert werden, fordert er. Ich finde das Signal 1.000 € im Monat für eine Normalperson, das finde ich relativ hoch. Und dies dann eben als Schutz oder als Schutzmechanismus zu verkaufen, das finde ich schwierig. Generell sind ihm die Anreize, online zu spielen und zu wetten, einfach zu hoch. Allein schon das Beispiel jetzt bei der Europameisterschaft, wenn ich mir Spielergebnisse anschaue oder allein schon Spieltabellen und direkt unter der Tabelle ein Link mir angeboten wird, wo ich eine Wette platzieren kann, das finde ich problematisch. Das würde ich ganz klar verbieten. Auch, dass es im Fußballstadion in der Halbzeit, dass die Wettquoten vermittelt werden, groß auf der Leinwand. Der Umsatz von illegalem Online-Glücksspiel lag laut Jahrbuch Sucht 2019 in Deutschland bei 2,2 Milliarden Euro.